Hallo? Wollen wir mal was Feines kochen? Man nehme 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker und 5 Liter Milch. Wie das Gericht heißt, das weiß ich nicht. Ihr gebt dem Namen. Ich meine, wenn es auf Chefkoch gut bewertet wurde und in den Top 10 gelandet ist, der All-Time-Fan-Favorites, dann dürft ihr dem Gericht einen Namen geben. Vielleicht meinen Namen, das wäre Hey, schön. sweet! What's up? It's time for smoke. All right, let's roll. The Johnson brothers finna take that fat fool down. Ich weiß auch nicht mehr genau, was der gemacht hat, aber das muss wohl auch recht früh in dem Let's Play gewesen sein, dass der uns betrogen hat. Sicherlich hat er uns betrogen. Irgendwas hat er gemacht. Irgendwas, was wir nicht mochten. Ich habe sogar volle Schutzweste und alles. Crackfestung, ja, okay, gut. I'm sure he in East Los Santos. Yeah, right on the edge of Lost Forest. Some old apartments and a warehouse. He as good as dead, then. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. I can feel that. So this is it, huh? Johnson boys sorting shit out. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Me too. Ach, ist das eine schöne Gegend hier. Zeit für eine Schießerei. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey, if you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Außer du bist mehr als 30 Meter weit weg, dann weißt du nicht mehr, wo ich bin. Wollte ich noch nebenbei erwähnen. Nur so kleine Kritikpunkte darf man ja wohl anbringen. Wachleute, es wird nur ein Weg hinein. Einrammen? Ach. Ja, super. Na, dann fahren wir jetzt mal Fahrrad. Das kommt wenigstens nicht so gefährlich rüber. Gut, dass die Polizei gerade nicht gegen mich ist. Ja. So, nebenbei kann ich noch ein paar Feinde umbringen. Dass man da einfach einsteigen konnte, ist schon witzig, ne? Egal. So. Oh, Sicherheitsbereich. Das klingt schon. Okay. Sache, da ist eine Schutzweste, die nehme ich mir direkt. Oh. Wenigstens funktioniert Auto-Aim gerade mal. Oh, fuck. Auf einmal ist das SWAT. Warum ist das SWAT-Fahrzeug da?
Oh, ich hab, glaube ich. Oh, ich hab meine. Ich hab die. Das Empire nicht mehr. So, wenigstens sind wir in der nächsten Etage. Ist das immer noch Sicherheitsbereich? Oh. Gut, sicher ist das jetzt gleich nicht mehr. Aha. Nee, ach, das kann ich nicht brauchen. Aber wenigstens weiß ich, wo es ist. Okay, Drogenlabor ist das. Es wird ja sicherlich hier nicht zwischengespeichert. Zwischenspeichern gab es damals noch nicht. Da war man noch cool. Ich muss mal gerade gucken, was ist das hier? Was ist hier angekommen? Ja. Okay. So, das musste sein. Aha, 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 aha. Und auch wieder ein M4. Zwar nicht so viel Schuss, aber besser als nichts. Huh? Oh. Sorry. Übersehen. Tut mir sehr leid. Da sind noch welche. Ah, Headshot. Nicht schlecht. Explodiert das hier? Ah ja. Das da hinten explodiert doch bestimmt auch. Ja. Hä? Du sollst auch den hier umbringen, ne? Ja, okay. Ja, so. Ist er tot? Nee. Wohin wollte der schießen? Okay, gut. Ich wollte nur kurz gucken, ob hier oben irgendwie noch eine Schutzweste rumliegt. Ich habe da unten nämlich keine gesehen. Da laufe ich noch nicht durch. Ich bin noch nicht feuerfest. Brennt das ewig? Okay, das ist nur ein Herz. Das kann ich noch nicht gebrauchen. Ah, okay. Ballers Lounge. Ach, ist, okay, der ist einer von den Ballers oder hat, oder ist übergewandert, wer weiß. Die versuchen auch alles, ne? Oh. Da war doch einer. So. Kamerasteuerung ist natürlich auch super immer hier. Aha. Okay, der möchten wir wohl nichts tun. Hallo? Oh. I'm extremely sorry, but I have to kill you. Aua. Ey, Shotguns sind voll unfair. Auf die Entfernung zwar noch nicht, aber... So, lass mich raten, hier sind jetzt auch Feinde drin.
Oh. Egal. Gesundheit. Oh. So, gut, dass er mich nicht getroffen hat. Ach, schade, dass ich auch nicht Pole... Nee, schade. Pole-Dancen geht leider nicht. Ich kann natürlich ein bisschen so tun, aber hier gibt es auch niemanden, der zugucken würde. Also, dieses Talent von Karl müssen wir dann irgendwann später entdecken. Maximale Gesundheit ist besser geworden, aus irgendeinem Grund. Okay, Big Smoke, das... Ah, wir haben einen M4 wieder. Hey, Smoke! Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. Hm? You wearing body armor, Smoke? Man, I'm disappointed in you. I thought you was gangsta. Hey, I'm a motherfucking celebrity. All kinds of crazy cats out there want a piece of me. Somebody save the Smoke! Asshole. Issues now, bitch. Shoot him! Help me! Warum machen die das Licht aus? Da sieht man ja gar nichts mehr. Ha, ha, ha. Ja. Das war sehr einfach. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone, nobody got your back. Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside, but I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. All right, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl.
time to die. Sweet! What? Mother! It ain't over, Carl. It ain't over. Oh, jetzt darf ich ihn verfolgen. Carl, motherfucking piece of shit, gangbanging cocksucker. Okay, der rennt sehr schnell. Okay. Okay, ich sehe bestimmt gleich gar nichts mehr. Hätte ich bloß meinen Monitor umgestellt. Oh nein. Ach. Ah, sehr gut. So. Bestimmt sind jetzt diese angeblichen Wookies überall. Also die aus Star Wars. Die verstehen sich ja nicht, dass man hier schnell raus muss. Feuerlöscher? Oh. Ich muss erstmal was löschen. Sterbe ich jetzt? Ich bin offenbar nicht feuerfest. Nein. Okay, das war's wohl. Oh. Ich hätte wohl das. Das war jetzt ehrlich gesagt ein halbherziger Versuch nur. Mein Plan ist nämlich, da ich habe festgestellt, ja, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält oder Margarine, keine Ahnung. Es gab ja diesen behinderten Spruch. Nee, ich werde das speichern und ich werde die Folge beenden. Ich mache das deswegen, weil ich jetzt gerade nicht mehr wirklich die große Energie habe, eine so große Mission zu machen. Auch wenn ich den ersten Teil nochmal machen muss. Ich gebe zu, das ist ein bisschen scheiße. Aber ich habe das Gefühl, dass es eine... Ich habe fast das... Also von dem... Weiß ich nicht, von der Aufmachung her, es kommt mir fast vor wie eine der letzten oder die letzte Mission. Was überraschend wäre, aber ich weiß es nicht. Ich habe kein Gefühl dafür. Es würde Sinn machen, weil die Stadt steht in Flammen und es ist der zweite Polizistengegner und es ist, weiß ich nicht, wir haben alle gerade Bandenviertel eingenommen und wir haben, ich weiß nicht, es klingt so, als wäre das eine der letzten oder die letzte Mission, deswegen werde ich das nicht in dieser Folge machen. Die ist etwas kürzer als sonst vielleicht, aber ich bedanke mich trotzdem für eure Bewertung und hoffe, dass ihr in der nächsten dabei seid und dann wird auch mit vollem Elan im ersten Versuch gewonnen und wenn ich es nicht im ersten Versuch schaffe, dann verspreche ich euch, werde ich so oft versuchen, bis ich es schaffe. Ja, und das ist vielleicht zu eurem Nachteil, wenn es 2, 3, 4, 10 Folgen lang geht, aber immerhin können wir dann irgendwann Folge 200 zelebrieren, das ist doch auch schön und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bis zum nächsten Video. Nicht 200, das wäre glaube ich ein bisschen übertrieben. Vielleicht, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Tschüss!